herzlich willkommen und Glück auf zur 64. Saison des AK-Fajings zum Thema Kindheitshelden. Mit einem dreifachkräftigen AK! Genau! AK! Genau! AK! Genau! Ich möchte euch unsere Prinzen vorstellen: Prinzessin Lea, die erste, und Prinz. Prinz Levin, der Erste. Ich möchte Sie bitten, die Kussfreiheit zu eröffnen für den Abend. Levin, hat er gesagt. Jedoch sind wir nicht der einzige Faschingsverein am Platz. Deswegen möchte ich den FKK auf die Bühne bitten. Club grüßt euch ganz herzlich mit einem dreifachen AK. Hello! AK. Hello! AK. Hello! Wir freuen uns sehr, heute bei euch hier sein zu können. Wir haben es nicht auf 11 geschafft, aber wir sind 10. Helden der Kindheit. Hier ist der Gut, okay, oh, okay, natürlich. Wir haben nicht gezählt. Doch, wird gezählt. Helden der Kindheit, ein tolles Thema. Wir fallen Pitti Platsch und Schnatterinchen ein. Meister Nadelöhr, da verrate ich mein Alter, ist nicht so gut. Meister Briefmarke, Bolleck und Lolleck, ganz viele. Ich war vielleicht naiv. Ein Liebes- oder ein Lieblingsbuch von mir war zu Besuch im Kasperletheater. Das geht so los. Habt ihr schon gehört, ihr Leute? Oma hat Geburtstag heute. Darum sagte sie zu mir, Kasperle, das feiern wir. Lauf zum Bäcker Brezelbein und kauf Pfannkuchen ein. Doch die Schüssel, die ist schwer. Darum stelle ich sie hierher. Aber ruft mich ganz bestimmt, wenn ihr irgendwer was nimmt. Mehr verrate ich euch nicht. Nur so viel. In vielen Geschichten und bei vielen Märchen und bei vielen Freunden der Kindheit, Helden der Kindheit, spielt die Großmutter und der Teufel eine Rolle, genau wie heute. Und damit verabschieden wir uns mit einem dreifachen Glücki Glücki. Auf, auf! Glücki Glücki. Auf, auf! Glücki Glücki. Auf, auf! Mitbekommen haben, das ist die Hölle. Und ich bin der Teufel. Guten Abend. Wenn Sie mögen, dürfen Sie mich gern Tobi nennen. Wir haben es hier nicht so sehr mit den Förmlichkeiten.
Das wird Sie sicherlich brennend interessieren. Das war ein kleiner Witz, den mache ich immer an dieser Stelle. Okay, Sie sind hier für die Ewigkeit. Ich kann Ihnen sagen, das ist eine arschlange Zeit. Aber dafür könnte sich dann zum Schluss auch alle sehr gut kennengelernt haben. Ja, aber erst einmal möchte ich Sie gerne in Gruppen aufteilen. Könnten Sie bitte das Schreien unterlassen? Danke. Also, Mörder, bitte hier entlang. Danke. Plünderer, bitte hier, ja. Diebe, wenn Sie bitte hier. Und Anwälte, ja, gleich auch mit. Ehebrecher, wenn Sie bitte einen Schritt nach vorn treten. Oh, sind das viele. Da muss ich Sie ja nochmal unterteilen. Männliche Ehebrecher, wenn Sie bitte eine Linie machen könnten, hin zu der kleinen Guillotine, das in der Ecke. Dankeschön. Sind Franzosen hier? Ja, bitte hier mit hin zu den Deutschen. Ich bin mir sicher, Sie haben sich jede Menge zu erzählen. Atheisten. Atheisten, bitte hier entlang. Sie müssen sich da vorkommen wie die letzten Dorftrottel. Was haben wir noch? Ja, Christen. Christen, bitte hier entlang. Es tut mir unendlich leid, aber die Juden haben recht. So. So, gibt es noch Fragen? Ja? Oh, es tut mir leid. Nein, wir haben hier keine Toiletten. Wenn Sie Ihre Bibel gelesen hätten, wüssten Sie, es heißt Verdammnis ohne Erlösung. Also wenn Sie vorher nicht nochmal gegangen sind, fürchte ich, werden Sie Ihre Zeit hier nicht genießen. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So, der Rest liegt jetzt bei dir, Adolf. Und wir sehen uns nachher alle beim Grillen. Tschüss. Das schon wieder? Hat man denn hier nie seine Ruhe? Großmutter! Was bist du denn hier? Hallo, mein Lieber! Na, wie geht's dir denn? Hm? Na, bei deinem Bruder sieht es aber hübscher aus. Aber mach dir mal keine Umstände wegen mir. Da draußen steht mein Koffer. Könntest du den mal bitte reinholen, mein Goldstück? Willst du etwa hier einziehen? In eine Männer-WG mit einer Horde kraftstrotzender Halbgötter? Lieb gemeint von dir, aber die Zeiten sind vorbei. Und was soll dieser Koffer hier? Na, ich hab dir die Helden deiner Kindheit mitgebracht. Hä? Na, dein Spielzeug, das war noch bei mir auf dem Dachboden. Sag mal, freust du dich gar nicht, dass ich dich besuche? Ja, doch schon. Also, dein Bruder freut sich immer, wenn ich ihn besuche. Wie wäre es denn, wenn du mir etwas zu trinken anbietest? Das sein muss. Bitte. Danke. So, nun erzähl doch mal, was du den ganzen Tag so treibst. Och, weißt du... Oh, die Klingel? Erwartest du Besuch? Ja, den Oberbürgermeister der Stadt Freiberg, der einen Vortrag hält zum Thema Helden der Kindheit. Du sollst deine Großmutter nicht veralbern. Der Versuch war's wert. Mach schon auf, sonst hört das die Jaule nie auf. Ja, doch.
das ist tatsächlich der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg. Willkommen in der Hölle, Herr Schramm. Ach nee, heute ist ja gar kein Stadtrat. Entschuldigung. Wer da gebraten wird, ist auch noch nicht entschieden. Liebe Heldinnen und Helden, ihr Siegfrieds und Supermänner, Prinzen und Che Guevaras, egal ob ihr Catwoman oder Biene Maya, Lara Croft oder Indiana Jones verehrt, ich grüße euch als Repräsentanten des AK-Faschings, Freiberg, des ältesten Fasching, nicht nur unserer Stadt, sondern des ältesten Hochschulfaschings Sachsens mit AK. Hello. Helden der Kindheit. Was soll das denn? Habt ihr Entzugserscheinungen? Oder gehen ihr alle noch mit dem Teddybär ins Bett? Vor einem Jahr ging es doch schon mal um so ein Aufklärungsthema. Freudenhaus, Nachhilfe, Liebesunterricht und so weiter. Irgendeine Psychose muss das sein, sonst wären wir doch jetzt noch nicht in der Hölle. Offensichtlich bringt man euch bei der Bachelor-Ausbildung nichts Gescheites mehr bei. Mir könnte das ja egal sein. Ich habe ein ordentliches Diplom unserer Alma Mater Friedergensis. Aber ich sehe mich eben in der Verantwortung als Oberbürgermeister, euch etwas über Helden zu erzählen. Mein Held war, als ich jünger war, nein, nicht Pitti Platsch. Mein Held war ein Indianerhäuptling mit Namen Silberpfeil und hatte die besten Eigenschaften, die man sich heute noch denken kann. Klug, gerecht, gut aussehend, begehrt, also etwa so wie ich. Vielleicht sind ja Indianer auch heute noch die wahren Helden. Schließlich haben sie doch das inzwischen bedeutsame Wort vegetarisch erfunden. Vegetarisch ist nämlich indianisch und bedeutet zu blöd zum Jagen. Das erinnert mich wiederum an Diana, die Göttin der Jagd und ihre Nachfolgerinnen. In meiner Jugend noch schön anzusehende Pin-Up-Girls und heute Models genannt, die Mode auf dem Laufsteg präsentieren und für viele wieder die Heldinnen ihrer Jugend sind. Für mich nicht mehr. Denn diese Mädels sind in gewisser Hinsicht schuld an meiner sich entwickelnden Konfektionsgröße. Wenn ich jetzt so etwas im Fernsehen sehe, greife ich unweigerlich zu Junkfood und Bier. Beim Anblick dieser Hungerhaken ist es wirklich nicht zu vermeiden, sich den Bauch vollzuschlagen. Oder um es mit dem diesjährigen Motto des FKK zu sagen, ohne Dings kein Bums. Aber auch andere Heldenvorlagen, außer Silberpfeil, haben im Laufe der Zeit offensichtlich an Überzeugungskraft verloren. Zum Beispiel der schottische Hirte, der sich auf den Highlands einsam und mutig um seine Schafherde kümmert und sich den Unbilden der Natur entgegenstemmt. Das ist ein Held, dachte ich früher. Bis zu dem Moment, als ich erfuhr, warum die Schotten Röcke tragen, weil das Geräusch des Reißverschlusses ein Schaftrauma ist. Ich bin auch nicht sicher, ob es eine wirklich verbindliche Definition für alle Helden geben kann. Die Menschen sind doch so verschieden. Da gibt es welche, die geben alles, nur niemals etwas zu. Da gibt es welche, die nehmen alles, nur nie Stellung.
Es gibt Menschen, um die zu beschreiben, reicht tatsächlich ein Leerzeichen. Oder wie Goethe schon sagte, als er gebeten wurde, seine Meinung über einen Gast abzugeben, wäre es ein Buch, hätte ich es nicht gelesen. Und letztlich gibt es auch welche, die hat ganz offensichtlich nicht der Klapperstorch gebracht, sondern der Flamingo. Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich noch die Helden unserer Kindheit brauchen. Denn jeder von euch kann ein Held sein. Und ich sage euch, woran man das erkennt. Helden haben auch Angst, aber sie überwinden sie. Das gilt insbesondere für den ersten Besuch bei der Schwiegermutter. Helden erkennen sich gegenseitig. Denn grundsätzlich gilt, wer die Dummköpfe gegen sich hat, verdient Vertrauen. Helden sind weitsichtig. Manchmal ist ein Rückschritt ein Fortschritt, besonders dann, wenn man am Abgrund steht. Helden sind klug. Denn der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vermeintlichen Helden ist es andersrum. Helden sind weise. Denn Weisheit ist die Fähigkeit zu unterscheiden. Ist es sinnvoll, beherzt zu reden oder barmherzig zu schweigen? Helden sind entscheidungsfreudig. Die handeln nach dem Grundsatz, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, töte die Alternativen. Helden nehmen sich nicht so wichtig. Es gibt doch tatsächlich Menschen, die von sich behaupten, dass sie Großes hinterlassen. Macht doch jeder ab und zu. Auch das Wasser im Krug war sicher. Es hätte ein Loch im Bach hinterlassen, als es geschöpft wurde. Helden heucheln auch nicht. Manche Leute sprechen das Gebet und das tägliche Brot doch so, als betreibe der liebe Gott eine Bäckerei. Allerdings können wir nicht alle Helden sein, weil ja irgendjemand am Rand stehen und klatschen muss, wenn wir vorüberschreiten. Und für diese Anti-Helden habe ich sogar noch Trost. Das wahre Heldentum liegt nicht im Gewinnen von Schlachten, sondern im Ertragen von Niederlagen. Soll sich bei Studenten auch auszeichnen. Damit sind wir in gewisser Hinsicht auch wieder beim Indianer als Held meiner Kindheit. Der Galgenhumor ist das Überlebensmerkmal der Helden unserer Tage. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also gehe ich jetzt lieber und wünsche euch noch einen schönen Abend. Glücki Glücki, auf und AK Hello! Ich weiß auch. Oh. Zum neuen Schrank krieg ich noch Blasen. Bei mir ist das umgekehrt. Oha! Jetzt haben die es da hinten auch verstanden. Und hier verbringst du deine Zeit. Abend für Abend und morgen für morgen. War heute kein guter Morgen. Ich habe ein graues Brusthaar entdeckt. Aber es ist doch nur eins. Oh. Eins von acht, das ist ein schlechter Schnitt. Oh.
schlecht gelaunt, weil du morgen Geburtstag hast. Nein, bin ich nicht. Na gut, 90% Haar, 10% Geburtstag. 20% Haar, 80% Geburtstag. 60-40. Na gut, halbe halbe, aber das ist mein letztes Angebot. Verkauf an den alten Mann im Sessel. Also los, zeigen. Es hätte dich schlimmer treffen können. Wie bitte hätte es mich schlimmer treffen können? Oma! Bitte. Wer ist denn das noch schon wieder? Guten Tag, kommen Sie rein. Haben Sie auch einen Vortrag zu heute zum Thema Helden der Kindheit? Einer, ja. Bitte. Was hier los ist heute? Jetzt wird's wissenschaftlich. Liebe Fachkollegen, liebe Unterhaltungskonsumenten und Konsumentinnen und danke. Prost. Prost. Außerhalb des Protokolls, wenn ich ehrlich sein soll, würde ich lieber erstmal woanders hingehen, aber ich muss jetzt weiter trinken. Stell das mal hier rüber. So, präpariert haben wir es. Wunderbar. Wir machen das wieder. Ich fange doch mal an. Liebe Fachkolleginnen und Unterhaltungskonsumenten und natürlich auch liebe Innen, es gibt noch viel zu forschen. Und deshalb fühle ich mich geehrt, dass ich, jetzt muss ich gestehen, dass ich irritiert bin, in diesem Fachkollegium, in diesem Symposium Helden der Kindheit einen Vortrag halten darf. Ich freue mich also, dass ich meine Forschungsarbeiten hier präsentieren darf. Und noch geehrter fühle ich mich, dass ich nach einem so hochkarätigen Redner wie Herrn Oberbürgermeister Schramm, ich sehe ihn gar nicht, aber es kann sein, dass das Licht hier blendet, sprechen darf. Seit meiner frühesten Kindheit frage ich mich, was eigentlich einen Bürgermeister auszeichnet. Ist ein Bürgermeister derjenige, der 10 Cheeseburger essen kann innerhalb von 2 Minuten und einen Ronald McDonald mehrere Witze erzählen kann? Oder ist das... Habe ich die Hand gehoben? Und was ist dann die Steigerungsform von einem Bürgermeister? Ist das der Bürger-Champion? Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen und es gibt noch viel zu forschen. Ich glaube, es ist in der Zeit, meinen Vortragstitel Ihnen zu präsentieren. Das ist die Lava, das wollte man nicht. Sie sehen, konfus. Also, Konfuzius sagt, die Rolle der Bedeutung der Helden der Kindheit am Beispiel eines Beispiels. Ich werde also heute über die Rolle der Bedeutung von Kindheitshelden berichten. Vorstellen möchte ich neben dem Titel meines Vortrages auch dieses kleine Päckchen. Den Älteren unter Ihnen wird dieses Päckchen sicherlich bekannt sein als das, was bei Rudi Carrell am laufenden Band, über das laufende Band lief, wo man sich fragte, was ist denn da drin, was kann man denn da gewinnen. Die Jüngeren von Ihnen, ich zeige das mal im Profil, werden das erkennen als Teil eines Computerspiels. Beide Assoziationen sind eindeutig falsch. Ich werde es am Ende meiner Vorlesung dann auch aufklären, worum es sich bei diesem Päckchen handelt. Aufgrund diverser Vorkommnisse in der Wissenschaftswelt habe ich auch meinen Vortrag etwas gestaltet. Diese Vorkommnisse betreffen zum Beispiel die Kollegin Schaban, CDU, den Herrn zu Guttenberg, CSU, und die Frau Koch, Merin. Das war irgend so eine Splitterpartei, fällt mir jetzt gar nicht ein, wer das war. Und in diesem Sinne möchte ich auch überhaupt keinen Fehler begehen und irgendeinen Lapsus begehen
und meine Quellen auch ganz deutlich hervorheben. Das war eigentlich meine Intention meines Vortrages. Ich habe das dann versucht, am Titel zu machen. Und wie Sie sehen, habe ich hier den Duden in seiner 25. Ausgabe zu Rate gezogen. Leider werden dann meine Präsentationen etwas unübersichtlich. Deswegen, ich hoffe, dass Sie, geehrte Fachkolleginnen und Fachkolleginnen, dem übereinstimmen, dass ich sage, wir lassen die Quellenverzeichnisse einfach an dieser Stelle erstmal weg. Wie so üblich habe ich meinen Vortrag gegliedert in den Vortragsanfang, da sind wir jetzt gerade fast drüber hinaus, in die Vortragsmitte, da kommen wir dann unmittelbar sofort hin und in das Vortragsende. Das werden Sie dann bemerken, wenn ich wieder von der Bühne gehe, dann ist das Vortragsende erreicht. Insofern habe ich eigentlich, das war jetzt noch gar kein Grund zu lachen, aber mein Vortrag ist wieder. Ich müsste in die Hand drücken, genau. Von meinem geschätzten Vorredner, Herrn Oberbürgermeister Schramm, haben Sie ja schon die Heldendefinition gehört. Das sind irgendwelche Typen, die irgendwelche hochwertigen Leistungen vollbringen. Ich wäre jetzt nicht so ein Held, ich habe keine hochwertigen Leistungen. Können Sie jeden fragen. Insofern brauchen wir da nicht weiter ins Detail zu gehen. Viel wichtiger erscheint mir eigentlich die Frage, wenn wir über diese Problematik der Heldendiskussion nachdenken, wann eigentlich die Kindheit beginnt und wann diese dann endet. Deshalb habe ich meinen überaus geschätzten Fachkollegen, Herrn Dr. Hugo Heckenbusch, zu Rate gezogen, der bestimmte Thesen, Dr. Heckenbusch wird Ihnen sicherlich bekannt sein, hier ein Bild davon, der bestimmte Thesen über den Beginn und das Ende der Kindheit aufgestellt hat. Und diese zwei Thesen, so die sogenannten Thesen nach Dr. Heckenbusch, möchte ich hier präsentieren. These Nummer 1 ist, die Kindheit endet mit dem ersten Bier. These Nummer 2 ist dann, die Kindheit endet mit dem ersten Sex. Wobei ich bei dem Begriff Sex mit Herrn Dr. Heckenbusch noch gar nicht so weit diskutiert habe. Und ich glaube, das wäre auch ein sicherlich angebrachtes Thema für ein weiteres Symposium, wo wir über die Frage nach dem ersten Sex mal weit ins Detail gehen können und philosophieren können. Leider lassen sich diese Thesen nach Dr. Heckenbusch relativ leicht widerlegen. Ich gehe mal ins Detail. Im Endeffekt, Frage nach dem ersten Bier ist relativ leicht beantwortet. Es gibt ja, oder soll ja, Religionen geben, die dem Alkohol abgeneigt sind. Und das würde ja bedeuten, dass diese Mitglieder dieser Religion, ich denke an die Buddhisten, niemals aus diesem Kindheitsstadium herauskommen, weil sie kein Bier trinken können. Die Frage nach dem Sex würde bedeuten, dass bestimmte Berufsgruppen, Nonnen zum Beispiel, wahrscheinlich niemals erwachsen werden. Pfarrer, Päpste, Pastoren und Popen werden ja relativ schnell als kleine Messdiener in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Insofern wird das dann. Konstatieren wir also, die Thesen nach Dr. Heckenbusch funktionieren in keiner Weise. Deswegen konstatiere ich, es gibt noch viel zu forschen. Und ich habe diese Thesen nach Dr. Heckenbusch weiterhin in meinem Kopf weiter gedreht und gewendet und überlegt, was man da so machen könnte, und bin zu folgendem Altersmodell gekommen. Sie sehen hier relativ einfach für die Wissenschaftswelt, klar, wir machen ja auch ein bisschen Wissenschaft hier, haben wir da auf der Ordinate abgetragen das Alter in Jahren. Und wir haben da auf der Abszisse, die Gebildeten unter Ihnen werden wissen, was ich meine, aufgetragen, in welchem Lebenszyklus wir uns befinden. Und wir sehen dann, ganz eindeutig können wir gucken nach dem Alter in Jahren, wir haben das hier nur symbolisch dargestellt, logischerweise, können wir erkennen, dass es bestimmte Phasen gibt, die der Mensch durchschreitet. Kann das mal bitte einer den Bachelor erklären? Den Bachelor erklären wir das gleich. Wir haben hier zwei noch, ganz wichtig. Okay, jetzt wird es schwierig für die Bachelors. Die haben nämlich zwei Singularitäten hier zu erkennen.
Also für die, die Bachelor oder sowas studieren oder was das auch ist, keine Ahnung, ich bin schon älter. Also, wir haben links und rechts jeweils eine Singularität. Rechts, diese Singularität ist der Augenblick, wenn das Licht ausgeht. Ich glaube, das ist relativ einfach. Die linke Singularität, also wann das Leben eigentlich beginnt, ist ziemlich schwierig zu definieren. Deshalb habe ich also in mühevoller Kleinarbeit versucht, das Ganze wissenschaftlich fundiert zu beleuchten und bin zu folgenden herausragenden Erkenntnissen gekommen, die mich allerdings auch nicht weiterbringen. Ich habe also eine Feldbefragung durchgeführt und hier seine Helligkeit den Papst Franziskus befragt, wann eigentlich das Leben beginnt. Und dessen Meinung war relativ klar, das Leben beginnt mit der, wie sagt man so, Befruchtung nicht? Wenn also dieses kleine Ding da, ein anderes Ding, wie heißt das so? Nee, das ist der Vorgang. mit der Empfängnis. Ich dachte, hier kommen irgendwelche Hinweise. Also seine Helligkeit ist der Meinung, das Leben beginnt mit der Empfängnis, ganz klar. Dann habe ich natürlich den großen Juristen Waldorf Tecumseh Flywheel befragt, also einen der renommierten Anwaltskanzlei Flywheel, Scheister und Flywheel, wann denn seiner Meinung nach das Leben beginnt. Und er ist ganz klar der Überzeugung, das Leben beginnt mit der Geburt. Also schon zwei Fachmeinungen. Und zum Schluss habe ich noch den jüdischen Rabbi Shlomo Weinstein befragt, wann denn nun das Leben beginnt. Und Shlomo Weinstein ist der Meinung, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Sie sehen also, es gibt noch viel zu forschen. Es gibt also noch viel zu forschen und wir kommen also zurück auf unser altes Modell. Was ich merke, ich kann überhaupt nicht mit Papier arbeiten, ich kann nur frei reden. Kommen wir also zurück auf unser altes Modell. Wir nennen es auch Basismodell, weil es ja die Basis unseres Alters betrifft. Und wenn wir uns jetzt mal diese komplizierte Funktion da unten angucken, AZ gleich M mal A, die ja sozusagen, oder bei der M der Ansteigungsanstieg der Alterungszeit gegenüber der Alterszone darstellen soll und wir das Ganze zwischen diesen beiden Singularitäten, also vielleicht für die Bachelor-Studenten ist das ganz, also Singularitäten sind irgendwas ganz furchtbar Schlimmes, das reicht aus, wenn Sie das wissen. Und wenn wir das zwischen diesen beiden Punkten, also zwischen links und rechts, dann integrieren, das kriegen Sie dann später, wenn Sie mal Master machen wollen. Wenn wir das über diesen Jahreszeitbereich, also das Alter in Jahren sozusagen, integrieren, bekommen wir ein Ergebnis. Ein mathematisches Ergebnis. Und ehrlich gesagt, was wir damit machen wollen, weiß ich auch nicht. Es gibt nämlich noch viel zu forschen. Was für uns im Begriff dieser Helden und in der Kindheit wichtig ist, letzten Endes hilft uns das Modell eigentlich überhaupt nichts, weil wir gar nicht verstehen, wann eigentlich die Kindheit endet und wann die Kindheit beginnt und ähnliches. Deshalb habe ich sozusagen gemeinsam mit Dr. Hackenbusch ein anderes Modell entwickelt, das sogenannte Phasenmodell. Wir betrachten also die Entwicklung eines Helden, und darum geht es uns ja hier, dem Helden der Kindheit, in verschiedenen Phasen. Und wenn wir uns das angucken, wenn das hier geht, sehen Sie, das ist das sogenannte Phasenmodell. Und wir haben hier links auf der vielleicht nicht ganz so gut zu sehenden Abszisse ist das in dem Falle, die das Interesse am Helden aufgetragen, das ist dann links sozusagen, und unten sozusagen den Fortschritt des Heldens in seiner Entwicklung. Und wir sehen dann an diesem Verlauf, dass das Interesse am Helden zunimmt, abnimmt, einen bestimmten Höhepunkt erreicht. Und um das Ganze noch ein bisschen plakativ zu gestalten, haben wir dem Phasenmodell verschiedene Namen gegeben. Das wäre die erste Phase. Das ist sozusagen die Phase, wo der Held eigentlich noch gar kein Held ist, sondern
ich sag mal quasi Otto Normalverbraucher. Für die Älteren unter Ihnen. Man kann es vielleicht nicht erkennen, es gibt einen Film, Berliner Ballade, da spielt dieser Mensch den Otto Normalverbraucher, da kommt übrigens der Begriff her, aber das lassen wir jetzt einfach sein. Wie gesagt, das wäre die erste Phase. Die zweite Phase ist dann, wenn der Held ist an sich. Wobei Helden, das hatten wir vorhin noch gar nicht geklärt, sind ja eigentlich immer die Helden, die sind tot. Aber Helden können ja auch zum Beispiel musikalische Helden sein. Das also die, die momentan gerade angesagt sind. Ich habe mir da einen rausgesucht hier. In der zweiten Phase dann gerade im Höhepunkt ihrer Karriere vielleicht stehen. Aber leider können wir diese zweite Phase auch unterteilen in den Beginn, sozusagen den Insider, in die Mitte, wo der Mainstream da ist, und in den Loser-Bereich, das wäre dann ganz, ganz rechts der Bereich. Ich glaube, dieser Herr ist schon in dem rechten Loser-Bereich, wobei das auch vom Alter abhängt, mit Sicherheit. Dann gibt es eine Phase, wir nennen sie die dritte Phase, wo dann sozusagen der Held gar kein Held mehr ist, weil man ihn vergessen hat. Ich habe mal beispielhaft Herrn Semjonowitsch Budjonin rausgewählt, der als dreifacher Held der Sowjetunion unterwegs war. Leider gibt es die Sowjetunion, oder leider und zum Glück ist ja auch egal, gibt es die Sowjetunion nicht mehr. Und damit stelle ich mir die Frage auch, gibt es diesen Helden noch? Paradox an diesem Bild ist, Budjonin trägt keine Budjonin-Mütze. Auch das für die Eltern, ich bin ja auch schon älter. Und zum Schluss, in der vierten Phase, das wäre sozusagen die Retro, würde man heute wahrscheinlich sagen, Phase, gibt es dann den Zeitpunkt, wo Helden plötzlich wieder die Helden sind. Und das wahrscheinlich aus unserer, also Dr. Heckenbusch und meiner Meinung, für immer Phase. Das wäre zum Beispiel so ein Held, ich glaube, das ist Herkules. Also, der dann für immer sozusagen Held ist. Dieses Phasenmodell haben wir also an verschiedenen Dingen gespiegelt und versucht, daran bestimmte Verhaltensweisen abzugreifen. Und ja, wir sehen, man kann da viel drüber forschen und ich glaube auch, es gibt noch viel zu forschen dazu. Ich würde jetzt lieber zurückkommen auf einen Helden, den ein ganz bestimmter, ich habe ihn mal zufällig ausgewählter Proband hatte, vielleicht auch noch hat, weiß ich nicht. Also ein zufällig ausgewählter Held eines zufällig ausgewählten Probanden. Damit das Ganze dem Datenschutz unterliegt, habe ich diesen Probanden mit dem Kürzel S bezeichnet. Ich hätte ihn auch mit dem Kürzel K bezeichnen können, aber dann hätte das einen etwas kafkaesken Anschlag gehabt. auch das für die, also wir bleiben zumindest bei dem S. Und wir sehen hier den Probanden S im Alter von ungefähr einem Jahr. Das wäre sozusagen die erste Phase. Wir hatten vorhin ein Phasenmodell. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Also bei dem Phasenmodell gab es halt, die erste Phase, wo der Held ja gar kein Held ist. Und das kann man ja auch für sich selber so sehen. In dem Augenblick, wo der Held noch gar kein Held ist, erkennt man ihn gar nicht. Und genau das ist bei diesem Alter sozusagen der Fall. Da ist der Held eigentlich noch gar kein Held. Erst etwa in diesem Alter kommt dann der Held sozusagen in die zweite Phase und er taucht quasi aus dem Nichts auf und ist eigentlich erst der Held. Und jetzt ist es, glaube ich, auch an der Zeit, das Geheimnis dieses... Irgendwie ist das alles hier zu klein. Das Geheimnis dieses Kästchens mit der, mit dem Fragezeichen zu lüften. Ich mache das mal so rum. Und dazu brauche ich einen, Hauptsache das klappt jetzt alles, einen Tusch zunächst. Nein, das klappt nicht. Halt, stopp, zurück. Wo ist der Tusch? Eigentlich kommt kein Tusch. Nein, das war ein anderer Tusch. Das war so ein, mehr so ein Tusch. Also da gab es dann einen Tusch.
Und danach gab es dann, genau, und danach gab es dann auch noch irgendwas anderes Tonmäßiges. Jedenfalls, also das klappt alles nicht, ihr könnt euch das vorstellen. Jedenfalls, der Held der Kindheit ist dieser hier. Genau. Wie niedlich. Also eigentlich sollte, jetzt machen wir mal hier. Eigentlich sollte ja. Ich mach mal ganz kurz die Musik, weil die muss einfach sein. Auch wenn das hier nicht klappt. Woran das auch liegt, weiß ich nicht. Also, eigentlich der Tusch jetzt. Jetzt. Es ist kein Ton da. Völlig selbstverständlich. Wir haben das einmal probiert und es ist kein Ton da. Ruf mal den Apfel an. Nee, das mach mal die Musik an. Ja. Und nochmal, also stopp, erst, so jetzt stellen wir uns alle vor, wir wissen das noch gar nicht. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück und wissen noch mal gar nicht, was jetzt eigentlich kommt. Und würden dieses Fragezeichenkästchen noch ganz neutral bewerten. Ich würde mal gucken, ob das jetzt auch klappt hier. Genau, das ist der Tusch. Und jetzt kommt Bubi. Genau, das war also vom Probanden S, der Held seiner Kindheit. Jetzt gehen wir wieder zurück. Wir müssen das hier ein bisschen, wieso jetzt hier iTunes, ich weiß es nicht. Egal. Wir sehen also hier den Helden im Alter von ca. 3 Jahren, der diesen Helden sozusagen als Helden erkoren hat. Und ich glaube, meine Feldstudien haben dann bewiesen, dass im Laufe seines Kindergartenalters dieser Held immer noch der Held war. Wobei ich als Wissenschaftler überhaupt nicht verstehen kann, warum dieser buschlige, gelbe Typ überhaupt ein Held sein kann. Er hat überhaupt keine Kräfte, keine magischen Kräfte. Er kann, ehrlich gesagt, nichts sagen. Dieser Typ kann nicht mal was brummeln, also der hat nicht mal so ein Dings da. Trotzdem scheint er für den Probanden S ein extrem wichtiger Bezugsperson gewesen zu sein. Dass dies ein Held war, bemerkt man übrigens daran, dass es unterschiedliche Merchandising-Artikel gibt. Ich habe hier so einen Merchandising-Artikel mitgebracht, wenn ich das jetzt hier finde. Genau, das sieht zum Beispiel so aus. Für alle, die es nicht kennen, das war das Originalformat der Bumi-Zeitschrift aus dem Jahre 1968. Ich war schon etwas älter. Jedenfalls, dieser buschelige gelbe Typ scheint dann irgendwann trotzdem im Verlaufe der Kindheit dieses Herrn Probanden S. An Bedeutung verloren zu haben. Und andere Helden kamen dann plötzlich hervor für den Probanden S. Also zum Beispiel dann in der Ende der Kindergartenzeit, Anfang der Schulzeit, gab es dann diesen Kosmonauten. Leica. Juri Gagarin, das war nicht Leica. Leica war eine Kosmonautin. Es ist auch erstaunlich, wie stark und wie lange Propaganda, insbesondere kommunistische Propaganda, wirkt, weil der Proband S nie immer nur von Kosmonauten spricht, nie von Taikonauten, Astronauten, wie hießen die anderen, Baikononauten, Astronauten, Spationauten oder sonst was. Er verwendet immer den Begriff Kosmonaut. Erstaunlich. Dann gab es natürlich andere Helden, zum Beispiel dieser hier, das ist die ostdeutsch-jugoslawische Indianer-Legende Gojko Mitic, genau. Es gab dann solche Helden hier, Flash Gordon, der Quarterback der New York Jets, wobei der so alt ist, dass der Proband selber da noch gar nicht gelebt hatte, als dieser Typ auf dem Bildschirm flimmerte. Es gab auch solche Typen als Helden, die dann sozusagen das Denken des Probanden S innerhalb seiner Schulzeit beschränkten, muss man so sagen. Dann gab es eine Zeit, als der Proband mehr auf diesen musikalischen Weg ging und diverse Rockgruppen, AC/DC zum Beispiel, präferierte. Dann kam die Pubertätsphase, wo er eher auf so Dolly Buster stand. Das waren dann so eine. Ich glaube, ist das. Auch wenn das sicherlich so ähnlich aussieht, war das eigentlich dieses Bild.
jedoch konstatieren, wie wir das vorhin bei diesem allgemeinen Modell für Helden gesehen haben, dass es dann immer so diese Retrophase gibt, wo also der Held wieder ein Held wird und wo der Held dann sozusagen, also sprich dieser hier, dann wieder den Lebensmittelpunkt unseres Probanden erreicht. Und das ist dann geschehen, als es wahrscheinlich über genetische Dinge vererbt wurde an bestimmte andere Gruppen innerhalb seiner Familie, wo dann sozusagen dieser kleine Held plötzlich wieder in den Lebensmittelpunkt seiner wie auch immer gearteten Probandenfamilie da geraten ist. Sie sehen also, meine Forschung haben zu diesem Thema schon ein kleines Stück beigetragen, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Es gibt noch viel zu forschen. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken, dass ich hier meine bahnbrechenden Erkenntnisse vorbringen konnte. Für mich eine Erkenntnis ist, ich kann so viel Text aufschreiben, wie ich will. Ich kann einfach nicht ablesen vor Publikum, ich muss einfach frei reden. Ich habe bestimmt irgendwie den Deck vergessen, ist auch egal. Also in dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich mache jetzt hier wieder auf die letzte Bild, das letzte Bild. Genau, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir bedanken uns bei Dr. Stefan Krein. Er war selber über viele Jahre Faschingschef des Ackerfaschings. Hat sich nie so ganz zurückgezogen und ich habe gehört, wir können noch einiges von ihm erwarten, besonders im kommenden Januar. Danke und bis bald. So, ich nehme mal einen Schluck. Tobi, du musst mir helfen. Oh, du hast da Besuch? Ja. Willst du uns mal nicht vorstellen? Bitte, das ist Bacchus, der wohnt ein Zimmer weiter in meiner WG und das ist meine große Schwester. Hi, ich küsse ihre vorderen Extremitäten. Tobi, du musst mir immer noch helfen. Wieso? Na, ich habe doch morgen mündliche Prüfung. Aha. Da kann die Großmutter helfen. Ja. Ich glaube in Biologie, oder? Richtig. Ja. Und ich habe das alles auswendig gelernt. Das ist doch fein. Ja, du musst mich jetzt aber abfahren. Ah, lieb her. Also, fangen wir mal an. A wie Abgang. Ist das, was Frau Keller macht, um die nächste Flasche zu holen. B wie Bodensatz. Letzte verbale Äußerung, oben am Tisch. C wie Cover. Spanisch für Weinkauer, im japanischen Kawasaki. D wie? Trink mal hin. Erzeugerabfüllung. Das ist, wenn man mit dem Winzer, wenn man mit dem Winzer um den Tisch läuft. F wie Fass. Ah, das ist ein Befehl für Hund. Das hat nichts mit Wein zu tun. G wie Gurken. Sächsisch für Flaschenverschluss. Oder auch Geschmackstrübung wegen eben diesem Verschluss. H. Das sind nur Klatschen und ich sage das nicht. H wie Hektoliter. Maßeinheit für den Umtrunk mit der Amy Weinhaus. I wie I ist der von Aldi. J wie. Ja, oh, so schmeckt er auch. K wie Keller. Deutsches Wort für Kava, CSC. L wie Lesen. Die Lese ist vor dem Weinmachen notwendig, das Lesen nach dem Weintrinken eher nicht mehr so wichtig. M wie Mussieren. Wird von einer professionellen Musseuse durchgeführt. Wir unterscheiden therapeutisches und entspannendes Mussieren.
N wie nahe. Äußerst wichtiges Weingebiet. Ja, denn ist das Glas nahe, ist es gut. Ist es fern, ist es schlecht. O wie Öchsle. Jungbullenfleisch passt äußerst gut zu trockenen Rotwein. P wie Pfalz. Wichtigstes Kriterium bei Weinkonsum. Trinkst du eine mit? Ja, falls du ihn da hast. Kuh wie Kuh. Ja, milcherzeugendes Tier ist aber für den Wein jetzt völlig unerheblich. R wie Restsüße. Die letzten Tropfen, die man seiner Braut übrig lässt, willst du dann Restsüße? Wie Spätburgunder. Das ist die einzige Rebsorte, die man aus nach 22 Uhr konsumieren sollte. Ja. Tee wie Tafelwein. Das ist eine Sorte, die kann man vor versammelter Mannschaft in der Schule sogar trinken. U wie unterm Tisch. Sie B wie Bodensatz. Verschneiden. Das kann in den besten Kammern passieren. W wie Weinstein. Albert, Physiker. Weinstein wies nach, dass eine geöffnete Flasche, die im Umlauf ist, relativ schneller leer ist als noch eine geschlossene. Viel Wein konsumieren. Y wie Übelkeit. Das ist das, was nach dem Hitz kommt. Z wie Zapfanlage. Das ist die Alternative für Hülme mal eine Flasche Bier. Oh, ja, geschafft. Ja, ja, schön. Also, ich glaub, du kriegst einen Besuch. Das ist mir schon gut. Bitte. Ein Kasper, das hat mir noch gefehlt. Ein was? Kasper. Ach, ein Kasper. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich wurde eingeladen, um über Helden meiner Kindheit zu reden und habe gehört, das ist eine Faschingsvorlesung. Deswegen habe ich mich verkleidet. Gründe. Einer davon ist, dass, wenn ich über Helden meiner Kindheit spreche, müssen wir in die Anfänge der 80er Jahre zurückgehen. Der 80er, ganz genau zum genauen Anfang, 1980. Ich muss dazu sagen, vor der Wende geborener nennt man die Generation, der ich entstamme. Wir hatten vor eben dieser Wende keine Helden, denn wir hatten ja nichts. Nach der Wende hatten wir dafür umso mehr. Das wollten sich meine Eltern auch alles angucken, deswegen sind die mal weggefahren und haben mich vor den Fernseher gesetzt. Weswegen die Helden meiner Kindheit alle dem Fernseher entstanden. Und über genau diese Helden möchte ich jetzt ein wenig referieren. Da sieht das aber scheiße aus. Das sieht viel besser aus. Ich referiere aber nicht einfach so. Nein, ich habe mir ein interaktives Referat ausgedacht. Hihi. Es wird jetzt Folgendes passieren. Wir werden über bekannte Fernsehserien meiner Jugend, meiner Kindheit sprechen. Aber ihr, liebes Publikum, müsst diese erstmal erraten. Anhand der Titelmelodie, die dazugehört. Wir fangen an. Moment, Moment, noch nicht das nächste spielen, jetzt will ich dich
gespannt. Jeffrey in King Kong und die weiße Frau. Ja, bestimmt ein Bachelorstudent am Musik. ich wieder die Brille. Gut, Musik aus, wir haben's. Das A-Team. Das A-Team. Jede Woche haben die für die Militärpolizei unauffindbaren, aber von hilfesuchenden Bauern stets erreichbaren Colonel Hannibal Smith, First Lieutenant Templeton Facepack, Captain H.M. Lordock und Sergeant B.A. Baracus einen Notruf. Jede Woche haben genau die Genannten einen Notruf erhalten. Bei den Hilfesuchenden handelte es sich meist um eine Familie in Not, in der es eine geile Tochter gab, mit der Face am Ende rumgeknutscht hat. Bevor das A-Team die Bösewichte besiegte, musste BA trotz panischer Flugangst erst ins Koma und dann ins Flugzeug versetzt werden, und Murdoch hatte immer andere Halluzinationen. Wichtig beim E-Team, auch wenn vier Männer mit Maschinengewehren und Kanonen beschossen werden und umgekehrt andere Männer beschießen, wird niemand ernsthaft verletzt. So. Wir kommen zu den... Den nächsten Helden meiner Kindheit. Musik ab, erratet mit. War 100 Pro dabei. Knight Rider. Jede Woche haben Michael Knight und sein sprechendes Autokind einen Notruf erhalten. Bei den Hilfesuchenden handelte es sich meist um eine Familie in Not, in der es eine geile Tochter gab. Mit der Michael Knight am Ende rumgeknutscht hat. Bevor Michael Knight und Kid die Bösewichte besiegt haben, wurde am sprechenden Auto durch die Foundation für Recht und Verfassung ein neues Betriebsteil angebaut, das Heureka, just wenige Minuten später von überlebenswichtiger Bedeutung war. Wichtig hierbei, auch wenn 100 Männer mit Maschinengewehren und Kanonen auf ein Auto und einen unbewaffneten Mann schießen, bleiben beide unversehrt. Die Schießmütigen werden stets durch Hausdiebe zur Strecke gebracht, tragen aber keine äußerlichen Verletzungen. Wir kommen zum nächsten Fernsehhelden meiner Kindheit. Dauert. Das ging viel, viel schneller, als ich dachte. Ich bin doch nicht so alt. MacGyver, jede Woche hat Angus MacGyver einen Notruf erhalten. Bei den Hilfesuchenden handelt es sich meist um eine Familie in Not, in der es eine geile Tochter gab, mit der Angus MacGyver am Ende rumgeknutscht hat. Bevor Angus MacGyver aber die Bösewichter besiegt, muss er sich aus für jeden normalen Menschen schier aussichtslosen Situationen befreien, indem er zum Beispiel mit Hilfe einer gefiederten Stockente ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus davor bewahrt, gegen die von ihm selbst mittels einer Reißzwecke und zwei Eierschachteln errichteten Spionageraketenabwehrstellungen zu stürzen, um den Ausbruch des Dritten Weltkrieges zu verhindern. Wichtig dabei, auch nach Prügeleien in Staub, Matsch und Pflasterstein oder im Monsunregen, Angus MacGyvers Haar sitzt stets noch fluffig auf dem Kopf. Ich merke, es sind dann doch mehr ältere Menschen hier, als ich dachte. Wahrscheinlich machen sie den Master nach und brauchen ein bisschen länger. Der nächste Fernsehheld meiner Kindheit. Jetzt schwer. Weiß keiner. Es ist immer am Ende jeder Folge lief der Mann, um den es geht, traurig davon. Mach aus. Es ist der unglaubliche Hulk. Ja, der unglaubliche Hulk. Ich sehe verdutzte Gesichter, ich erkläre den unglaublichen Hulk.
Jede Woche ist Wissenschaftler David Banner unabsichtlich in eine brenzlige Situation geraten und hat dann einen Notruf erhalten. Bei den Hilfesuchenden handelt es sich meist um eine Familie in Not, in der es eine geile Tochter gab, mit der Wissenschaftler David Banner am Ende rumgeknutscht hat. Bevor Wissenschaftler David Banner aber die Bösewichte besiegte, machten ihn mehrmals pro Folge Marginalien, Kleinigkeiten, nicht der Rede wert aller Welt, Mist derart wütend, dass er sich in einen grünen Muskelmann verwandelt, der so hässlich ist, dass man kaum glauben kann, dass es sich... Der so hässlich ist, dass man kaum glauben kann, dass sich den Hulk... hier ist ein sich zu viel. Verfluchte Scheiße! Dass er sich in einen grünen Muskelmann verwandelt, der so hässlich ist, dass man kaum glauben kann, dass den Hulk ein echter Schauspieler mimt. Wichtig hierbei, das Hemd kann bei der Metamorphose in Fetzen davonfliegen, aber die Jeans bleibt ganz. Wir kommen zum nächsten TV-Helden meiner Kindheit. Den kennt ihr. Sie haben's. Ein Colt für alle Fälle. Jede Woche hat Stuntman Colt Sievers einen Notruf erhalten. Bei den Hilfesuchenden handelt es sich meist um eine Familie in Not, in der es eine geile Tochter gab, mit der Stuntman Colt Sievers am Ende. Sie merken schon, die Helden meiner Kindheit haben im Grunde alle das Gleiche gemacht. Sie haben sich aus schwierigen Schüsselwasser. Sie haben sich aus schwierigen Situationen befreit und sich damit abgefunden, mehrmals am Tag ein neues Hemd kaufen gehen zu müssen. Und es gibt noch einen Grund, warum diese Helden meiner Kindheit echte Helden waren. Sie haben den deinen Tussis am Ende ihrer Folge nämlich maximal einen Kuss gegeben und sind weitergeritten, um die nächste Welt zu retten. Nie wurden falsche Versprechungen gemacht, nie ging es den gottgleichen Heroen nur um eine schnelle Nummer, die er nur noch gefühlskalt herunterrattern muss, bevor er wieder einmal grün anläuft. Ja, liebe Chef. Zwickel. Ja, liebe Studentinnen, und so sind wir auch. Die von diesen Helden geprägten Menschen der Generation Ü30. Wir sind nett, zuvorkommend und meinen es ernst mit euch. Kurz, wir sind die Weicheier der Nation. Vor dem Mauerfall haben wir uns Moppy, Schnatti und Pitti angeguckt. Danach gewaltfreie Actionhelden, die es nicht gebacken kriegen, vor der Abfahrt des Teambusses noch schnell mal über die schmachtende Mathilda mit der immer gleichen Dauerwelle zu rutschen. Wie sollen wir denn bitte schön mithalten mit der jüngeren Generation, einer Generation, die sich schon nachmittags im Fernsehen stockbesoffene Männer angucken kann, die eine alte nach der anderen knallen? Ich sage euch, und so traurig ist die Wahrheit und auch das Ende meines Vortrags, unsere Eltern haben uns getäuscht, sie haben uns falsche Werte vermittelt, sie haben uns zu Mumus gemacht. Wir die Generation mit 30, wir haben verloren. Nee, nur wenn es mich nervt. Also, eins muss ich ja sagen. Bei deinem Bruder herrscht mehr Ruhe.
Könntest du bitte mal aufhören, mir meinen Bruder permanent unter die Nase zu reiben? Ich habe es satt, dass er besser, schöner, freundlicher, was weiß ich noch, ist als ich. Aber das darfst du ihm doch nicht übel nehmen. Schließlich ist er ein Wunschkind. Und was bitte bin ich? Soweit ich weiß, bist du das Resultat von zwei Cocktails und einem Tankstellenkondom. Ich hatte früher eine liebe und freundliche Großmutter. Sie wurde gefressen von der Frau, die mir gegenüber sitzt. Du solltest dir eine Drehtür einbauen lassen. Bitte! Moment! Du, mein Moment ist da hinten liegen geblieben und mein Sprit ist alle. Ich hab ihr Licht gesehen und wollte mal gucken, ob du mal zu saufen im Schrank hast. Ich weiß schon, wo lang geht. Das ist ein Mann, da stehen, ist gut. Tag, Tag, schöne Frau, wenn sie nicht weg. Ja, sie können sie aber heilen. Ah, hier, komm. Komm, ach, oh, hier, guck mal, ich sorry. Ich freue mich. Keine Sache, du hast einen tollen Schluck hier, hier bleibe ich. Ist Platz nehmen oder willst du da stehen bleiben wie Anni-Boys? Danke. Ja, so, ich bin etwas kleiner als der Vorredner, ich muss es runterstellen. Aber Mensch, den Tanzer! Nein, der Bauch ist im Weg. Ich darf mich kurz vorstellen, ja, ich bin hier so reingeschneit, tut mir natürlich leid, ich bin Knatter Paule, Einzelner, der Chef der kalten Hunde. Unsere Moped-Gang macht alles unsicher in Freiberg. Die Älteren kennen uns vielleicht nur unter dem Namen die weichen Kekse. Aber es war so schwer, Neulinge zu finden. Und das Krümelmonster war uns auch schon auf der Ferse. Das Bier rutscht weg, ich bin zu schwer für die Bühne. Nein, natürlich nicht. Weißt du eigentlich, dass ich ein Freudenhaus aufgemacht habe letztes Jahr? Ist fast genauso schön wie dein Höllenpuff hier oben, aber die Prostituierten fehlen bei dir. Die hatte ich schon, danke. Und wie waren sie? Bis auf Karl waren sie alle in Ordnung. Nein, ich schweife ab. Mein Freudenhaus läuft super. Studenten gehen ein und aus, außer die Bacheloranten. Die können bis heute noch nicht rechnen, wie viel sie bezahlen müssen. Jetzt klaut er mein Bier. Ich darf das, ich wohne hier. Ich hätte noch einen Schnaps für dich gehabt. Nö, lass mal, verbrauch ich nicht. Ich ohne, ich krieg da so ein Brett von. Nein, ich habe mich etwas zurückgezogen, wollte es mir ein bisschen ruhiger machen. Bin wieder ein bisschen bei meiner Familie zu Hause. Neulich lag ich abends im Bett, habe meinem Sohn noch sein Lieblingsbuch vorgelesen. Barry Schlotter und die Alter Wein, die Reisen. Oder wie das Ding heißt. Da ist mir so in dem Fall, Mensches Kinder, was ist eigentlich mit deinen Kindheitshelden geworden? Mein Sohn guckt mich an, naja Vater, so alt wie du bist, sind die entweder in Rente oder tot mittlerweile. Mir ist natürlich als erstes mein Lieblings-Superheld eingefallen, der MacGyver. Der ist losgezogen mit einem Kaugummi in Papier eingewickelt. Der Papier war wichtig für die elektrischen Kontakte. Einen Kugelschreiber. Und ich sage euch, mit den zwei Gerätschaften hätte er den Winklerbau in einem Monat hochgezogen. Mein Sohn konterte sofort, er hätte auch einen Helm, der das könnte. Ich sage, wer soll das denn sein? Drei Worte, Bob der Baumeister. Junge, der schafft doch das nie alleine. Na, der hat ja auch noch Mixi und Buddel. Ich sage, Mixi und Buddel habe ich auch. Das war doch noch nicht die Pointe. Ganz gut. Mein Barkeeper mixt mir jeden Tag aus mehreren Bullen ein paar schöne Drinks. Hier darf gelacht werden, muss der Arm hier holen. Ich krieg nochmal hier noch den Schritt. Die Flasche ist gut, die bist du los.
Am Ende spreche ich auch Russisch weiter, wenn der Mund gerade ist. Nein, natürlich nicht. Sage so, Bob der Baumeister, da fragt er, hör mal einfach mit auf. Sag, du kannst doch meine Kindheitshelden nicht so durch den Dreck ziehen. Ich habe meine nächsten vier Vertreter in den Ring geworfen. Captain America, Hulk, Iron Man und Thor. Ja, sagt mein Sohn, kenn ich? Die sind lila, grün, gelb und rot. Genauso wie die Teletubbies. Und so eine mechanische Blechbüchse wie der Nono ist auch noch bei. Übersichtliche Schock, ich sage so. Du kannst meine stahlharten Superhelden mit Muskeln bis zum Zerreißen gespannt. Ein Brusthaber würde selbst der Teufel neidisch werden. Nicht mit diesen bunten Sprachfrevlern verwechseln, Entschuldigung. Ich bin etwas interkontinental heute. Und ich habe jedes Heft gelesen, jedes Magazin, das ich gekriegt habe. Ich habe sogar meine Helden nachgespielt. Jedes Mal, wenn ich besoffen aus dem Abgang gekommen bin, war ich so grün wie Hulk. Und die Bauchmuskeln habe ich heute noch. Und einmal habe ich sogar versucht, den Silver Surfer zu imitieren. Ich habe extra mein S50 Silber angesprüht. Ich brauchte ja ein Surfbrett. Hab mich dann auf mehrere Flaschen Tequila Silber in den Abgang begeben. Als ich 7-8 davon hinter mir hatte, habe ich mir gedacht, Mensch, der hat rote Augen gehabt, muss was tun, habe die Zitronen halbiert und ausgedrückt. Als ich dann mutig genug war, bin ich hoch auf meinem Moped und auf der Apfelbaumallee halt richtig Schwung gekriegt. Als ich genug Speed drauf hatte, bin ich hoch aufs Moped und ich bin sogar geflogen. Ob das nur eine Apfelbaumwurzel hat, weiß ich nicht, aber... Ich muss mal kurz was wegstellen, wenn es war. Nein, natürlich nicht. Ich habe auch noch einen anderen Superhelden gehabt. Also, kennt ihr eigentlich noch jemanden Superman? Ja. Ja? Dann erinnert mich an eine wunderschöne Geschichte. Ich war arbeiten und bin nach Hause gekommen. Um 4 Uhr morgens, nachdem ich mit ein paar Arbeitskollegen noch ein bisschen was trinken war. Und meine Frau war schneller an der Tür. Jeweils kam mir so vor, ich habe fast eine halbe Stunde gebraucht, den Schlüssel noch zu treffen. Meine Frau guckte mich bloß an. Mensch, Superman! Wo kommst du denn jetzt her? Schatz! Wir hatten ihr Chefsessen. Musste ich mit? Ja, sagte sie, du hast immer noch Spinat auf dem Hemd. Aber Superman, warum bist du so voll? Schatz! Nach dem Essen haben wir erst einen guten Wein getrunken und dann sind wir noch weiter in die nächste Bar, die wollten noch ein Bier trinken. Ja, Superman, das ist ja schön und gut, aber woher kommt der Knutschfleck auf deinem Hemd? Mensch, als wir so viel getrunken hatten, waren wir dann noch im Freudenhaus bei mir. Die Prostituierten besuchen, oder sind das heutzutage schon Nutten? Aber Schatz, warum sagst du denn immer Superman zu mir? Na Mensch, guck dich mal, nur Superman trägt die Hose über der Hose. Das waren früher mal Zweifel, die dies wissen wollten. Ich trinke noch mal ein. Nee. Ja, es ist spät genug, wir können noch einen bringen. Mein Sohn hat gekontert. Er hat einen Superhelden, der sticht alle aus, die ich kenne. Der ist elastischer als Mr. Fantastic. Der ist schneller als Flash Gordon. Und der wohnt in einem ökologisch abbaubaren Haus unter dem Meer. Mein Sohn, wenn du jetzt den Namen SpongeBob Schwammkopf aussprichst, demonstriere ich dir mal kurz, wohin uns das geführt hat. Moment, irgendwo habe ich seinen Schultest noch. Ich muss mal tiefer greifen. Die Schulnoten sind rapide gesunken bei meinem Sohn. Der letzte Geschichtstest, eine 5. Lag wahrscheinlich schon an der ersten Frage. Die Kinder müssen jetzt, glaube ich, den Saal verlassen. Ich bin zu laut. Gleich die erste Frage, Geschichtstest. Nenne den Vornamen von Hitler. Da schreibt mein Sohn noch tatsächlich Heil hin. Und die zweite Frage, kann ich...
Ich kann gar nicht vorlesen, das wird böse. Trink noch einen. Das wird nicht besser, Tavarisch. Nein, die zweite Frage gleich direkt. Wie heißen die Einwohner Moskaus? Da schreibt er doch tatsächlich Moskitos hin. Aber irgendwann haben wir uns dann beide geeinigt. Wir hatten zumindest einen selben Helden in unserer Kindheit. Und den haben wir tief unten aus dem Keller wieder vorgeholt, unseren Kleinen. Und damit möchte ich mich verabschieden, AK Hello. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Letztes Jahr warst du ja auch wieder. Und auch wenn du jetzt dein Studium abgeschlossen hast, vielleicht können wir dich ja im nächsten Jahr oder so zeugen, dass du da kommst. Oder was meint ihr? Möchtest du jetzt den Wolfgang mal hinterherfahren oder was? Und tu mal was für dein Geld, Kaka! Nö! So, ist der auch wieder aus. Mein lieber Enkelsohn, ich werde mal wieder losgehen. Bei dir ist es mir ein wenig zu stressig. Dein Spielzeug lasse ich dir hier oder brauchst du das nicht mehr? Also ich weiß ja nicht, was du für Spielzeug hast, aber das, was ich habe, ist nur für Erwachsene. Du sollst nicht so frech zu deiner Großmutter sein. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Und denk immer dran, was zu Halloween gilt, gilt auch heute. Immer auf den Verkehr achten und nichts in den Mund nehmen, was nicht eingewickelt ist. So, und ihr geht jetzt noch was trinken, sonst hole ich euch schneller, als euch lieb ist. Tschüss. Alle Redner bitte nochmal. Vielen Dank.